Das war nämlich so ein Obstsalat aus der Dose, den wir als Mittagessen bekommen haben, von dem ich für 2 Tage krank war. Dass also die Kinder jetzt, ja, 5 Tage die Woche normales Arbeitsleben schon haben, bevor sie dann in das Arbeitsleben integriert werden. Es gab auch bei uns einfach eine ziemlich starke Konkurrenzkultur dann in der Klasse selber, viel Mobbing, viel Gewalt. Im Anarchismus wäre Bildung ein Nummer 1 Thema. Genauso wie zum Beispiel das Thema Gesundheit oder so. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 62. Folge sprechen wir über ein Thema, was viele von euch sich schon sehr, sehr häufig gewünscht haben, was uns unser ganzes Leben lang begleitet hat und bis heute wahrscheinlich noch begleitet, dem wir schon seit sehr langer Zeit auch mal eine Folge widmen wollten. Und heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über die Schule, über Bildung und unsere eigene Schulzeit. Und da kann man ja auch direkt erstmal sagen, das ist wirklich ein Thema, was gerade im Anarchismus, also auch nochmal Anarchismus hervorgehoben vor anderen sozialistischen Strömungen, eine ganz, ganz zentrale Rolle schon immer in der Entstehungsgeschichte und eigentlich bis heute gespielt hat. Und dahinter steckt ja auch wirklich auch nochmal dem Anarchismus eigener Gedanke, nämlich dieser starke Fokus auf das Individuum, dieser Formung des einzelnen Menschen, in dem eigentlich dann schon die Gesellschaft vorscheinen kann, die man erreichen möchte. Und da ist natürlich die Schulzeit ganz zentral, weil gerade diese ersten Entwicklungsjahre eben für die Entwicklung des Menschen ganz zentral sind und dementsprechend wird auch hier einfach ein starker Fokus drauf gesetzt. Deswegen würden wir auch sagen, ist das wirklich ein wichtiges Thema, worüber eigentlich, wenn wir über Transformation sprechen, wenn wir über Kritik am Bestehenden sprechen, viel zu selten reden. Trotz dieser Wichtigkeit ist, wie gerade gesagt, natürlich auch die Schule einfach ein Thema, was uns selber betrifft, was jeden von uns betrifft. Also außer ihr seid unter ganz besonderen Bedingungen aufgewachsen, werdet ihr sehr wahrscheinlich das Schulsystem irgendeines Staates dieser Welt besucht haben und in irgendeiner Form und Weise Bildung in einer Institution genossen haben. Und dementsprechend sind wir natürlich auch gespannt, später dann im Stream und in den Kommentaren von euch zu hören, wie ihr das alles erlebt habt. Und ja, ihr werdet natürlich merken, die Schulzeit hat uns stark geprägt. Wir werden später noch über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Und heute wird es so eine, ja, Mischung aus einer erstmal allgemeinen Analyse. Was ist denn eigentlich Schule? Was macht dieses System Schule aus für den Staat, für die Marktwirtschaft? Und danach, wie gerade gesagt, sprechen wir über unsere persönlichen Erfahrungen. Und abschließend wollen wir das Ganze mit einem Ausblick, wie Schule, wie Bildung in einer anarchistischen Gesellschaft und logischerweise dann auch in der Transformation dahin aussehen könnte. Und ja, das Schönste ist auch, dass ich heute in diese Folge so rein starte, wie ich auch jeden Morgen in meiner Schulzeit in die erste Unterrichtsstunde reingestartet bin, komplett übermüdet und überarbeitet. Ja, ich fühle mich gerade wirklich auch so ein bisschen so wie so erste Stunde Matheunterricht. Das war aber dann immer diese fiese Doppelstunde. Ja, ohne Scheiß. Alles, was spannend war, hat immer eine Schulstunde bekommen. Das war normalerweise bei mir dann die Zeit im Unterricht, wo ich einfach mit dem Kopf auf dem Pult lag, geschlafen habe und der Lehrer vor mir über die ganze Klasse hergezogen hat, was er mit mir anfangen soll und wie er mir noch eine 5 geben soll. Also, wir beginnen mit dem Thema, was Schule aktuell bedeutet und was die Funktionen von Schule in diesem System sind. Zuallererst, und das ist natürlich auch ein bisschen offensichtlich, ist Schule natürlich dafür da, Bildung zu vermitteln. Und das ist natürlich ein universeller Zweck, den Schule einfach natürlich hat. Man muss aber da natürlich auch ein bisschen genauer hingucken, was das dann konkret bedeutet. Das System hat natürlich ein eigenes Interesse daran, dass also die Menschen in seinem Staatsgebiet zumindest teilweise gut ausgebildet sind, weil man braucht ja immer fleißige Fachkräfte. Und das richtet sich natürlich dann sehr stark, richtet sich also das Bildungsangebot, welches in einem Staat gibt, richtet sich letztendlich dann nach der Wirtschaft, was also die Wirtschaft für Arbeitskräfte benötigt. Ich denke jetzt mal, dass es relativ klar ist, dass jetzt ein Land, was
über kaum moderne Technologie verfügt und eben vor allen Dingen zum Beispiel Landwirtschaft betreibt, jetzt nicht die größten Harvard-Universitäten auf seinem Staatsgebiet braucht. Da braucht es dann eben eher eine große Menge an Menschen, die eben dann vielleicht in der Produktion oder eben auf den Feldern oder so arbeiten, und die brauchen vielleicht Grundkenntnisse in der Schule, aber die brauchen vor allen Dingen praktische Fähigkeiten und müssen jetzt keine Mathe-Genies sein oder so. Aber andersherum, wenn ich also ein hochtechnologisiertes Land bin, wie jetzt halt zum Beispiel Deutschland, wo also viele Fachkräfte und spezialisierte Kräfte für die Produktion gebraucht werden und für verschiedene andere Bereiche gebraucht werden, dann brauche ich natürlich auch ein Bildungssystem, was diese Menschen hervorbringt. Und danach richtet sich also natürlich dann auch das Bildungssystem. Natürlich kann man nicht eins zu eins sagen, es gibt ja auch immer wieder Fachkräftemängel und so weiter, aber im Prinzip kommt grob halt das aus dem Bildungssystem raus, was dann auch das System benötigt. Natürlich gibt es dann auch ambitionierte Systeme, wie zum Beispiel China oder so, die dann halt sehr viel in Bildung jetzt investieren, weil sie halt eben reicheres Land werden wollen, weil sie an die Spitze der Nahrungskette wollen und dafür natürlich auch mehr gut ausgebildete Leute brauchen. Aber es ist eben nicht unbedingt immer damit zu verwechseln, dass jetzt ein Land ein gutes Bildungssystem hat, wo dann halt zu sagen ist, okay, dieser Staat meint es besonders gut mit seinen Bürgern, sondern das Interesse ist doch vor allen Dingen also eben dieser Natur, dass also dieses Wirtschaftsgebilde gut dann auch für die Bosse funktioniert, die dann eben die passenden Arbeitskräfte für ihre Betriebe haben. Ja, und da muss man ja auch direkt dazu sagen, es ist eben wie bei sehr vielen anderen Sachen auch, und das Beispiel China ist dann natürlich immer ein gutes, aber auch Deutschland kann man da gut nehmen, wenn man das mit einem System wie den Vereinigten Staaten vergleicht. Es gibt halt einfach dort dann eine andere Art und Weise, wie man eben seinen Staat, wie man seine Marktwirtschaft bestellt. Und da gibt es dann auch einfach Unterschiede. Wie wird das Gesundheitssystem gemacht? Wie wird das Schulsystem gemacht? Wie viel ist privatisiert? Wie viel wird aus öffentlichen Geldern bezahlt? Natürlich, deswegen, das muss man auch immer dazu sagen, wie du gerade schon gesagt hast, Schule hier und da ist halt auch mal unterschiedlich von der Investition aufgestellt, wie viel Geld da reingebuttert wird. Es gibt natürlich da auch einfach widerstrebende Kapitalkräfte innerhalb des Landes und dann auch eben politische Strukturen, wie beispielsweise, hier haben wir jetzt, glaube ich, keine so marktliberale Kraft wie in den USA, aber wenn wir dort die Republikaner nehmen, die sind natürlich dann eher dafür bekannt, einfach auch so Schulsysteme oder generell öffentliche Systeme, Gesundheitssystem kaputt zu sparen, wie man immer so schön sagt, oder eben verkommen zu lassen. Hier ist dann eben der größere Fokus, öffentliche Gelder da reinzubuttern, weil man sich auch eben was davon verspricht. Und ich würde auch sagen, wenn man dann sich diese Staaten anguckt, funktioniert es eben recht häufig auch sehr gut, weil, wie du schon gesagt hast, die hohe Bildung kann dann natürlich auch für hochausgebildete Arbeitskräfte eingesetzt werden, die sich dann auf dem globalen Markt gut durchschlagen können. Außerdem ist natürlich diese Bildung, die die Schule vermittelt, ist sehr stark vorgegeben. Ne? Es gibt einen Lehrplan, an den sich also die Schulen und die LehrerInnen zu halten haben. Natürlich gibt es speziell auch in dem Bereich Schule doch deutliche Handlungsspielräume für das entsprechende Lehrpersonal. Also das kennt auch jeder und jede von uns selbst. Man hat eben da diese Lehrer, die dann seit 30 Jahren die gleichen Unterrichtsblätter verwenden und auch noch stolz darauf sind. Und dann hast du halt auch Leute, die irgendwelche innovativen Konzepte auch probieren anzuwenden. Aber trotzdem ist es nur bis zum gewissen Punkt möglich, weil der grundsätzliche Unterrichtsstoff, der ist eben für alle gleich, der ist also genormt. Dem muss auch Folge geleistet werden und natürlich auch muss auf Tests hingearbeitet werden und so weiter und so fort. Da gibt es also einen sehr, sehr kleinen Tunnel, durch den alle zu gehen haben. Ja, und neben diesem Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt bezüglich der ganzen Kenntnisse ist natürlich der andere wichtige Teil der Schulbildung, um es mal mit Karl Marx zu sagen, die Vermittlung der Ideologie der herrschenden Klasse. Tatsächlich stimmt es in dem Fall dann auch und wird ganz offensichtlich, dass eben hier die Ideen der herrschenden Klasse dann auch eben immer die hegemonialen Ideen sind, denn das Schulsystem möchte eben vor allem eins, es möchte gute Staatsbürger für den deutschen Staat beziehungsweise im anderen Fall dann für jeden Staat auf dieser Welt erziehen. Das tut er eben auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Einmal gerade angesprochen natürlich die Vermittlung der Kenntnisse für eben den ökonomischen Nutzen des einzelnen Arbeiters, aber auch die Erziehung zur Demokratie. Wie äußere ich mich in diesem Staat? Wie beteilige ich mich an seinem System? Und das kennen wir ja alle sowohl aus dem Sozialwissenschaftsunterricht als auch aus dem Philosophieunterricht, obwohl da vielleicht etwas weniger. Und natürlich auch immer und immer wieder in einzelnen Fächern, wo dann
Beispiele aus parlamentarischen Demokratien besprochen werden. Und hier möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, an den ich da immer denken muss und wo ich wirklich dann auch jedes Mal immer so ein bisschen schmunzeln muss, wenn sich dann so, ja, wir haben sie ja gerade schon angesprochen, so marktradikale FDPler oder auch Schüler, die sich kritisch zu ihrer Schule verhalten, aber nur aufgrund dessen, dass sie ja nicht beigebracht bekommen, wie sie eine Steuererklärung schreiben oder wie sie eine Finanzierung für irgendwas planen, aber so bescheuerte Sachen lernen, wie Gedichte analysieren oder irgendwelche Balladen aufsagen lernen oder alte deutsche Literatur zu lesen. Und da denke ich mir doch dann immer nur, merkt ihr denn eigentlich nicht, was die Funktion von so etwas ist? Versteht ihr nicht, was dahinter steckt? Da muss man ja sagen, auch solche Sachen, die auf den ersten Blick als einfach nur eine reine Vermittlung von Kulturgut oder eine Erziehung zum Genuss der höheren Künste dieser Welt anregen sollen. Nein, das, was da natürlich gemacht werden soll, ist auch einfach ein Verhältnis zu dieser liberalen Nationalkultur von Deutschland zu schaffen und einen gewissen, wenn auch ja immer nicht so bezeichneten, doch nationalistischen Geist als einfach nur die Bezeichnung von einem Positivbezug auf diesem Staat und womit er sich schmückt, von Karl Marx bis Goethe und Schiller, dass da einfach dieser Kit geschaffen werden soll, dass man sich damit irgendwie identifiziert, ich bin ein Teil davon und das ist hier ein Teil von mir, aber natürlich alles ganz liberal. Und deswegen, ich will nicht nochmal in irgendeinem Gespräch hören, dass das ja total nutzlos für diese Schule sei, Gedichtsanalysen zu vermitteln, ihr dummen liberalen FDPler. Ja, natürlich muss man auch trotzdem dann sagen, dass es einen Unterschied gibt zu jetzt totalitären Systemen, wo zum Beispiel in religiösen Staaten oder in Diktaturen, wo also sehr deutlich dann natürlich auch Einfluss genommen wird, um dann den jeweiligen Führern zu huldigen oder den jeweiligen Geistigen zu huldigen oder was auch immer. Das passiert natürlich jetzt nicht in den Staaten der liberalen Demokratie, da muss man schon differenzieren, aber uns wird allen diese Ideologie, wie du das ja auch schon aufgemacht hast, eingepflanzt. Wir müssen alle lernen, wie dieses System funktioniert und wie toll dann all diese ganzen Sachen funktionieren, der Gewaltenteilung und wie fortschrittlich das doch alles sei, obwohl man dann ja später oder einige von uns später feststellen, dass das Ganze dann doch nicht so toll ist, wie uns das dann erstmal alles so in der Theorie verkauft wird. Und natürlich muss man hier auch noch festhalten, dass trotz dieser liberalen Prägung unser Schulsystem, unser Schulkonzept ja immer noch eines ist, was so in der Kaiserzeit entwickelt wurde und allein schon deswegen einen autoritären Geist innewohnt. Natürlich, sowas erhält sich und passt sich nicht an die Zeiten an. Nein, natürlich wandelt sich das, aber es geht ja dann eben vor allen Dingen darum, dass und das ist ja eine der allerzentralsten Gründe in der Schule, deswegen auch diese tolle Überleitung mit der Kaiserzeit. Es geht um die Disziplinierung und die Normierung der Kinder. Und das ist, denke ich, völlig unstrittig, dass das ein ganz wichtiger Aspekt von Schule ist, weil es gibt eben keine freie Entscheidung für die Kinder, wohin sie sich entwickeln wollen. Es gibt einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegen kann vielleicht, aber insgesamt ist es eine Schablone, in die wir alle hineingedrückt werden, in der wir alle bis zu einem gewissen Punkt entsprechen müssen. Und wenn ich von Disziplinierung und Normierung der Kinder spreche, dann rede ich also vor allen Dingen davon, was vielleicht jetzt vielen erstmal normal erscheinen mag, aber was alles andere als normal ist, diese ganzen Grundsätzlichkeiten von Schule. Blick geradeaus, nicht essen und trinken während des Unterrichts, gehorsam sein, ruhig dasitzen. Und da fallen euch sicherlich noch diverse andere Sachen ein. Und das ist doch, wenn wir ehrlich sind, im Beginn der Schulzeit doch eine der Hauptaufgaben des Lehrpersonals, die Kinder jetzt umzutrainieren von einem Kindergarten, wo man weitestgehend noch draußen einfach spielen konnte und sich so ein bisschen seinen Trieben und Interessen nachgehen konnte. Und jetzt plötzlich muss man hier also Stunden um Stunden jeden Tag von morgens bis, je nachdem, dann auch später vor allen Dingen abends oder frühen Abend einer Person dabei zuhören, wie sie einem irgendetwas erzählt, von dem man zum Großteil eigentlich auch einfach kein Interesse daran hat und dann später auch wieder vergisst. Ja, und das passiert natürlich auch nicht alles, wie manche dann nach dem Ende ihrer Schulzeit denken, aus irgendeiner besonderen Bösartigkeit des jeweiligen Lehrers oder weil das System Schule so herausstechend in dieser Gesellschaft böse ist und man jetzt echt doch so froh ist, endlich auf den freien Markt geworfen zu sein. Nee,
Das passiert natürlich aus dem einfachen Grund, dass das alles Dinge sind, die man später braucht, die man später als Teil dieses Systems, als Staatsbürger benötigt. Denn die Disziplin, die Gehorsamkeit, dass sich nur in einem ganz bestimmten Rahmen frei äußern zu können, und zwar nur, wenn man gefragt wird, wenn man dazu aufgefordert wird, dort dann eben, wenn der Lehrer einen nach dem Handzeichen dran nimmt, jetzt in der Gesellschaft eben dann, wenn man den Brief mit der Wahlaufforderung bekommt. Das sind alles Sachen, die wir später genauso in unserem Leben weiter brauchen, die wir in unserem Job brauchen, die wir einfach in unserem ganz normalen Bestreiten in diesem System brauchen. Da, wie wir schon gesagt haben, diese ersten Jahre dort eben total prägend für den Menschen sind, ist es wichtig, dort auch möglichst früh anzufangen. Natürlich werden jetzt vielleicht einige von euch sagen, ja, aber Schule besteht ja jetzt nicht nur und zur kompletten Zeit daraus, einfach nur still dazusitzen und irgendwem zuzuhören. Und das stimmt natürlich. Natürlich gibt es auch mal Gruppenarbeiten, natürlich gibt es auch Sport und es gibt auch Kunst und all diese Dinge. Aber wenn wir ehrlich sind, sind die im Verhältnis zu dem, was letztendlich dann meistens geboten wird, doch genau das Abbild von dem, was uns auch im Arbeitsleben später als Verhältnis dann zur Möglichkeit steht. Natürlich können wir auch nach der Arbeit dann noch nach dem Feierabend mit Freunden einen Spieleabend machen, wo man sich ein bisschen kreativ verausgabt oder mal ein Bild malen oder man kann auch mal eine Runde durch den Park laufen noch danach. Aber trotzdem besteht doch ein Großteil unserer Zeit aus der Arbeit, die wir verbringen müssen, um zu überleben und um unsere grundsätzlichen Sachen wie Miete, Essen und so weiter zu finanzieren. Und genau dieses gleiche Verhältnis findet sich eben auch in der Schule wieder. Was ihr sicherlich auch schon immer mal wieder damals in der Schule von euren Lehrern, von denen, die die Schule idealisieren oder vielleicht auch von euren Eltern gehört habt, ist die soziale Funktion von Schule. Und ja, auf eine gewisse Art und Weise mag das erstmal stimmen. Man sagt das ja auch immer so schön über Kinder, die entweder im Kindergarten oder nicht im Kindergarten waren. Bei uns gab es dann auch eben ein paar Kinder damals in den Häuserblocks, die nicht in den Kindergarten gegangen sind und dadurch dann auch so ein bisschen außen vor waren. Weil es stimmt natürlich, im Kindergarten und später in der Schule ist halt einer der zentralen Punkte, wo man Leute kennenlernt, wo man soziale Kontakte knüpft. Viele von uns, ich beispielsweise auch, habe heute noch Freunde, die ich aus der Grundschule kenne, teilweise sogar noch aus dem Kindergarten, die sich bis heute gehalten haben. Und dementsprechend stimmt es auch. Ja, Schule schafft soziale Kompetenzen, weil Schule einfach Leute zusammenbringt. Und überall da, wo Leute zusammenkommen, werden auch eben soziale Beziehungen verknüpft und man lernt, miteinander umzugehen. Da ist aber natürlich die Frage, wie lernen wir denn in einer Schule miteinander umzugehen? Unter was für einem Klima passiert das? Und da müssen wir sagen, in der Schule, wie sie jetzt und hier im Kapitalismus besteht, ist das unter einem unfassbaren Druck, ist das in einer Situation von Konkurrenz. Und das ist vielleicht was, was wir gerade auch nicht genug betont haben, wo wir aber gleich auch sicherlich nochmal an verschiedenen Punkten darauf eingehen werden. Die Konkurrenz, die es später auch auf dem Arbeitsmarkt gibt, ist natürlich auch eine Konkurrenz, die sich dort in der Schule auch schon unter den Schülern wiederfindet. Egal, ob in der Benotung oder in welcher Schulform oder was für ein Abschluss dann dort errungen wird. Oder auch Aussehen und so weiter. Ne? Ja, und genau. Und dann natürlich auch davon hinausgehend auf diese ganzen anderen Formen von Konkurrenz, die sich dann teilweise in psychischer und physischer Gewalt ausdrücken. Das ist natürlich auch die soziale Kompetenz, die Schule schafft. Denn wieso verbinden wir Mobbing, direkte Gewalt in der Kindheit und Jugend so häufig mit Schule? Und natürlich, Mobbing am Arbeitsplatz ist dann auch mal ein Thema, wo man sicherlich auch noch drüber sprechen kann, wo es ja häufig auch gerne unterschlagen wird. Aber das ist doch auch die soziale Kompetenz, die Schule schafft. Das ist natürlich auch die, die dann dort ganz gerne bekämpft und die unter den Teppich gekehrt wird, wo man dann vielleicht nochmal hier und da was Kleines gegen macht, weil es eben wie auch in der bürgerlichen Gesellschaft so dann eben unter einen kriminellen Strafbestand fehlt und dann eben als Störfall in diesem System angesehen wird, was man natürlich nicht gerne so nach außen zeigt. Was wir damit auch so ein bisschen meinen, ist einfach, es wird dem Zufall überlassen. Also es gibt super, super wenig Mittel, die eingesetzt werden innerhalb von einem Schulkontext, um aktiv die Schüler, die Kinder
ja auch in so Sozialkompetenz und in einem Miteinander und so weiter auch zu bilden und dafür Zeit anzuwenden. Es wird sehr viel Zeit darin angewendet, den Leuten alle das gleiche Wissen einzuhämmern und es wird andersrum halt sehr viel Zeit darauf angewendet zu strafen. Weil natürlich ist es so, dass diese Verhaltensweisen, die du ja auch schon aufgemacht hast gerade, wenn die also zu bunt werden, wenn es also sehr hohe Formen von Gewalt gibt, sehr großes Mobbing oder noch schlimmer, der Unterricht in irgendeiner Form gestört wird und diese sogenannte Wissensvermittlung dann da in irgendeiner Form gefährdet scheint, dann werden alle Register gezogen und dafür gibt es einen unfassbaren Energieaufwand und einen unfassbar großen Katalog an Konzepten von Strafe. Ihr werdet alle verschiedene Konzepte kennen und durchlaufen haben und es gibt wahrscheinlich noch 10.000 mehr, als ihr selber erlebt habt. Aber wir hatten dann irgendwie auch so einen Raum, wo man dann nachsitzen musste und es gab dann irgendwelche diversen gelbe Kartensysteme und so weiter und so fort. Aber halt wirklich dann Energie, Geld und Stellen und Ressourcen und so weiter darauf zu verwenden, dann halt mit solchen Problemen, die ja dann real auftreten, sowohl mit dem System Schule, weil natürlich einfach viele Kinder damit nicht klarkommen, als auch dann natürlich die Probleme, die die Kinder vielleicht zu Hause haben, in der Schule ausgelebt werden, als auch eben in dieser Konkurrenz unter den Schülern untereinander ausgelebt werden, dass dann mit diesem Problem mal anders umgegangen wird und nicht mit Strafen und so weiter. Das ist halt super unüblich. Ja, und an der Stelle kann man dann wirklich gut den Vergleich so ein bisschen ziehen, dass, ohne jetzt Schule und Knast komplett gleichsetzen zu wollen natürlich, aber dass im Prinzip in einem Knast wird ungefähr genauso viel für die Resozialisierung von Gefangenen getan, wie für Schüler so sozialkompetentes, ja, also Sozialverhalten zu erlernen und mit Problemen anders umzugehen und nicht einfach nur zu bestrafen. Ja, ich weiß, das ist ja immer so dieser beliebte Vergleich und ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, dass ich kein großer Fan von diesem dann ja immer schön auf Foucault zurückgeführten Vergleich von Knast und Schule bin, denn an dem Punkt würde ich es noch ein bisschen drastischer formulieren und ich würde halt sagen, das, wie Schule da mit Fehlverhalten umgeht, ist halt das, wie, und auch wie Schule mit sozialer Arbeit umgeht, ist eigentlich das, wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Und da möchte ich euch dann, wie so häufig, auch nochmal unsere Doppelfolge zu Kriminalität und Knast ans Herz legen. Denn ich denke, dieses Strafen ist dann auch einfach wirklich wieder ein Abziehbild von unserer jetzigen Gesellschaft. Die Schulen, an denen dann eben diese Strafen nicht so notwendig sind, sind dann wie viele eben eher westeuropäische Staaten häufig dann noch die Staaten, die sowieso schon sehr sozial befriedet sind. Denn ich hatte auch mal diesen direkten Vergleich gemacht zwischen eben einer Großstadtschule in Bochum, wo es einen sehr, sehr stark ausgebildeten Strafkatalog gab und das alles sehr wichtig war, und dann eben eine Schule in einer etwas größeren Kleinstadt, wo das alles viel ruhiger und befriedeter ablief, wo das alles nicht so notwendig war und ich auch echt verwundert war, wie anders die Lehrer dort mit uns umgegangen sind und wie das alles funktioniert hat. Eben weil, wie gesagt, das einfach nicht so notwendig war. Die soziale Arbeit, egal wie löblich das ist, das möchten wir auch alle, das möchte ich jetzt vielleicht einmal auch an dem Punkt anbringen, es geht nicht darum, eben Lehrern, die es gut meinen, und auch den ganzen Sozialarbeitern, die wirklich sehr viel Herzblut dann an den Schulen da reinstecken, um eben die Probleme der Leute zu lösen, genauso wie die ganzen anderen Sozialarbeiter, die wirklich einen ernsthaften Anspruch in dieser Gesellschaft haben, diese Probleme zu lösen. Aber nichtsdestotrotz bedeutet diese soziale Arbeit sowohl in der Schule wie auch in allen anderen Formen in der Gesellschaft jetzt auch einfach, diese Probleme nicht an der Wurzel anzugehen und für dieses System einfach nur abzuschwächen, was es an Kollateralschäden selber produziert. Ja, was ja ein weiterer Punkt, und das finde ich halt auch sehr gut anschließend, deine Erzählung von dem Unterschied zwischen jetzt Bochum und dieser etwas größeren kleinen Stadt, ist ja einfach der Klassenunterschied, den in der Schule sichtbar wird. Und das hängt dann auch viel mit der Konkurrenz zusammen gleichzeitig, die in der Gesellschaft gefördert wird und die eben ja dieses kapitalistische System absolut braucht und die uns eben mit der Muttermilch quasi anerzogen wird, weiterhin dieses dreigliedrige Schulsystem. Was ich nebenbei interessant finde, dass sich das immer noch überlebt hat, weil es in vielen anderen Staaten eigentlich schon überwunden ist. Und in diesem dreigliedrigen Schulsystem wird dann nicht nur die Konkurrenz geschärft, also von den dann nach dieser Norm, die da aufgebaut wird, den besseren Menschen, die sich also an die Spitze der Nahrungskette irgendwie durchsetzen können gegen die anderen,
sondern eben auch die Klassenunterschiede, weil natürlich, und das ist ja wirklich etwas, was jetzt von dem, was wir heute sagen, wahrscheinlich einer der bekanntesten und auch am meisten wahrgenommensten Phänomene von dieser ganzen Thematik ist, gibt es einfach für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ausgangspunkte, wie sie auf die Schule treffen. Es macht einfach einen sehr großen Unterschied, wo du zum Beispiel lebst einfach, wo wirst du geboren. Und da hast du ja da gerade schon aufgemacht, den Unterschied. Einfach ist es normal, in einer Großstadt wie Bochum, die eh, sag ich mal, wie es halt im Ruhrgebiet nun mal ist, wo die Leute eh tendenziell eher ärmer sind, eher eine migrantische Herkunft haben, ja, es eher weniger Lehrer gibt, die auf mehr Schüler kommen und so weiter und so fort, nun mal ein schlechteres Schulsystem automatisch einfach nur in ein paar Kilometer entfernter Kleinstadt. Da sind schon mal einfach nur, können halt schon ein paar Kilometer schon da davon entscheiden, ob du jetzt letztendlich ja aufs Gymnasium durchkommst oder ob du dann in der Hauptschule letztendlich verbleibst. Aber natürlich ist das nur ein Aspekt, ne? Es gibt natürlich noch eine Menge von weiteren Dingen, und am offensichtlichsten kann man das, denke ich, auch dann daran einfach festmachen, an dem Konzept von Privatschule an der Stelle, wo dann also die reichen Bengels und Görens der Bonzen und unter ihresgleichen bleiben können, indem sie halt einfach eine ordentliche Stange Geld in die Hand nehmen können für Privatschulen, wo also der ganze Pöbel dann auch gar nicht mehr da ist, wo man gar nicht mehr sich vermischen muss mit also dem Proletariat an der Stelle, sondern man einfach mit einer Stange Geld einen viel, 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 viel besseren Start ins Leben durch einfach eine Bildung garantieren kann, die nur vom Geldbeutel abhängt. Ja, und natürlich die sozialen Kompetenzen, sprich Seilschaften dann schon bilden für die spätere Vetternwirtschaft. Lasst euch da wirklich nicht täuschen, auch wenn sicherlich eine Reform von diesem Schulsystem bezüglich einer Beendigung dieses dreigliedrigen Schulsystems und eben das Setzen auf eine Einheitsschule sicherlich eine sehr lobenswerte Reform wäre. Mhm. Und das ist ja alles, was dessen wir uns hier nicht verschließen möchten. Das kennt ihr ja bereits von uns, dass wir auch natürlich Reformen auf unserem Weg der Transformation der Gesellschaft erkämpfen möchten. Aber nichtsdestotrotz, nur eine Abschaffung von diesem dreigliedrigen Schulsystem beendet das nicht. Du hast gerade schon die Privatschule als sehr gutes Beispiel gegeben für, wie es dort aussehen könnte. Aber wir sehen das ja, wir können ja in ganz vielen Staaten dort den Weg extrem gut nachvollziehen, wie dann eben selbst bei einheitlichen Schulen es immer irgendein Weg gefunden wird, um dort über eben die Klassenunterschiede natürlich auch seine eigenen Kinder nach vorne zu bringen. Und falls euch sowas interessiert, kann ich euch da wirklich ans Herz legen. Schaut euch mal was zur Nachhilfeindustrie in Südkorea und in Japan an. Und ein anderes sehr gutes Beispiel für mich ist immer, weil ich es auch einfach dort dann mal selber von Leuten aus den USA mitbekommen habe, diese wirklich unfassbar krassen Unterschiede dann in der höheren Bildung, wenn es darum geht, eben auf welche Universität kann ich gehen, wer kann sich überhaupt diese Studiengebühren leisten, dann auch, wie häufig Leute einfach in eine absolute Schuldenfalle da reinrutschen, einfach nur, weil sie eben für ihr Bestehen in der Konkurrenz, für den sogenannten sozialen Aufstieg, dann eben versuchen, dort an eine gute Uni ranzukommen. Ja, und Stichwort nochmal dieses dreigliedrige Schulsystem und Gesamtschulen. Mir ist in der Vorbereitung zu der Folge nochmal aufgefallen, dass diese ganze Thematik ist ja eigentlich völlig aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Also als ich zur Schule gegangen bin, da war diese ganze Thematik super heiß. So Gesamtschule, dreigliedriges Schulsystem, und eigentlich wirkte es zwischenzeitlich schon fast so, als würde das jetzt abgeschafft werden und es dann nur noch Gesamtschulen geben und so. Und das Interessante, was ich jetzt also finde, ist ja eigentlich, dass, und das ist für mich eine weitere Funktion, die dann Schule auch in diesem System ausführt, das, wozu es geführt hat, diese Diskussion, ist vor allem natürlich teilweise zu einer Vermehrung von Gesamtschulen, aber doch vor allem von Ganztagsschulen. Also, dass einfach dieses System von, dass weiterführende Schulen einfach ganztägig ging, dass die Kinder länger in der Schule und da sind und da länger betreut werden, was ja etwas war, was immer mit Gesamtschule auch verbunden war, eher, und was eher bei so den anderen drei Schulformen eher nicht so der Fall war, dass das etwas ist, was sich doch sehr deutlich durchgesetzt hat. Und das vollführt ja eine offensichtliche Funktion auch, weil wenn die Kinder also länger weg sind, länger betreut werden in einer Schule, dann können natürlich auch die Eltern nicht jetzt ihres Lebens froh werden und eine schöne Freizeit oder so verbringen, mal abseits der Kinder oder so, sondern die können natürlich arbeiten gehen. Das braucht ja auch der Arbeitsmarkt, ja, dass dann die Blagen nicht schon wieder mega schnell zu Hause sind und dann auch die Eltern nur noch kürzer arbeiten können, sondern gut für den Arbeitsmarkt ist es, wenn die Kinder möglichst lange weg sind aus dem Haus.
Ja, ist ja auch eine absolut feministische Errungenschaft. Ganztagsschulen sind ja dann auch wirklich so ein Phänomen, was eben vor allem mit der weiteren Mobilmachung der gesamten Arbeitskraft des jeweiligen Staates dann auch aufspringen, genauso wie alles, was es dann mit eben Nachmittagsbetreuung etc. gibt. Und wie du schon richtig gesagt hast, wenn halt der Arbeitsmarkt schreit, dann muss halt die Schulform dort einfach nachziehen. Und ja, ich habe das auch selber, weiß ich noch, damals mitgemacht. Bei uns gab es dann an der Grundschule auch die AWO-Betreuung. Das ist, glaube ich, AWO, Arbeiterwohlfahrt, ne? Dann mussten wir immer in diese grauenvolle Nachmittagsbetreuung. Da kann ich jetzt schon mal eine Anekdote rausholen. Das war einmal das widerlichste Essen, was ich je in meinem Leben bekommen habe. Das war nämlich so ein Obstsalat aus der Dose, den wir als Mittagessen bekommen haben, von dem ich für 2 Tage krank war. Also das ist sowas, was ich nochmal so gerade rausmachen muss, weil das ist wirklich hängen geblieben, weil ich kann in meinem Leben seitdem keinen Obstsalat mehr essen. Nein! Ja. Nur ich find's halt einfach spannend, ne, dass halt diese legitime Diskussion um die Gesamtschule, dass das so ein bisschen davon übrig geblieben ist und dann halt unter der Vermarktung von Fortschritt einfach nur eine noch bessere Angleichung an den Arbeitsmarkt passiert ist, dass also die Kinder jetzt, ja, 5 Tage die Woche normales Arbeitsleben schon haben, bevor sie dann in das Arbeitsleben integriert werden. Ja, wobei man vielleicht auch dazu sagen muss, auch wenn wir natürlich jetzt ein paar nette Argumente daraus stricken konnten, es ist natürlich so, die Gesamtschule wird auf lange Sicht einfach die Zukunft sein von dem, was ich auch mitbekommen habe. Und was ich spannend finde ist, und da sollte man sicherlich jetzt auch ein Auge drauf behalten, weil ich auch eine Zeit lang selber an einer Gesamtschule für eben so eine Nachmittagsbetreuung gearbeitet habe, dass Gesamtschulen häufig jetzt auch so ein bisschen als die Projektlabore von eben dem Schulsystem genutzt werden. Und häufig bilden sich dort dann solche Vorzeigeschulen aus, die auch ganz viele interessante Sachen da ausprobieren. Und da sollte man sicherlich mal ein Auge drauf behalten, wenn man gucken möchte, was dieser Staat sich für die Zukunft seines Schulsystems so ausgedacht hat. Ja, wo wir aber jetzt auch beim Zukunftslabor des Schulsystems des Staates waren. Natürlich gibt es auch neben dem Staat andere Akteure, die Schulen in Deutschland anbieten. Das sind natürlich einmal, wie gesagt, die privaten Schulen, die wir gerade schon angesprochen haben, die sich dann aber häufig in ihrer Lehrmethode eher marginal unterscheiden und einfach nur bessere Bildung für eben eine kleine Clique an Leuten, die unter sich bleibt, anbietet. Aber es gibt natürlich eine große Schulform, die immer eigentlich den Leuten in den Sinn kommt, wenn man eben über alternative Schulen in Deutschland nachdenkt. Und das sind die durch sehr viele Witze geschundenen Waldorfschulen. Ja, man muss natürlich bei den Waldorfschulen sagen, dass sie insgesamt schon einen freieren Rahmen für die Kinder bereithalten. Ich denke, das kann man schon so allgemein insgesamt sagen, weil es da einfach eine Menge von Konzepten gibt, wie dass es halt erst eine viel spätere Benotung oder auch gar keine Benotung gibt, einfach mit verschiedenen Konzepten da hantiert wird. Und generell kann man ja auch sagen, dass so in der anthroposophischen Ideenwelt auch der Mensch als so ganzheitliche Wesen gesehen werden, ne? Wozu dann auch Ernährung und so weiter halt dazugehört. Ich kenne mich zu wenig aus im Kontext von Waldorf, um das halt komplett beurteilen zu können, aber insgesamt kann man das grob so sagen, auch wenn es natürlich dann von Schule zu Schule auch sehr unterschiedlich ist. Das Ding ist natürlich, dass trotzdem einige Probleme entstehen für Kinder potenziell. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ja Kinder nicht ihre gesamte Schullaufbahn oft in Waldorfschulen verbringen können, einfach weil es eine geringe Verfügbarkeit gibt, eine viel geringere Verfügbarkeit gibt. Dann entsteht natürlich daraus dann die Frage, wenn also Kinder zum Beispiel über eine etwas freiere Form der Schulbildung sozialisiert werden, was ist dann eben mit ihnen, wenn sie dann wieder auf eine normale Schule treffen, auf die soziale Realität dort? Da gibt es sicherlich auch häufiger Konfusionen, wenn man ja über Jahre in dem einen System war und dann wieder in das andere System überwechselt. Und natürlich gibt es auch eine ziemliche Ausgrenzung oftmals gegenüber SchülerInnen, die in Waldorfschulen waren. Es ist ja wirklich, ganze Comedy-Serien bauen gefühlt nur darauf aus, sich irgendwie über Waldorfschulen lustig zu machen. Ich meine, damals in Bochum war das bei uns auch so, das waren halt echt so für uns die größten Opfer, die auf eine Waldorfschule gegangen sind. Ja. Also man muss ja auch dazu sagen, weil das ist ja auch was häufig bei Waldorf irgendwie nicht so stark im Gespräch ist,
es gibt auch einfach diese krassen Klassenunterschiede, wenn man sich Waldorfschulen anguckt, weil in der Tendenz einfach die Kinder, die auf Waldorfschulen gehen, aus deutschen, nicht-migrantischen Familien der gehobenen Mittelschicht bis Oberschicht stammen. Und dementsprechend natürlich das dann auch alles nochmal so ein bisschen in die Wahrnehmung und auch in die Sozialisierung da reinfließt. Aber du hast es ja gerade schon auch wichtigerweise angesprochen, Waldorf ist nicht gleich Waldorf. Es gibt extrem große Unterschiede zwischen diesen Schulformen. Und da ist natürlich auch ein zentrales Moment der Unterscheidung, wie wichtig ist eben die anthroposophische Lehre und vor allem die umstrittenen Aspekte der anthroposophischen Lehre in den Schulen selber. Und da fallen ja direkt so ein paar Sachen ein, wie eben Hang zu Alternativmedizin, esoterischer Welterklärung, auch der Strafkatalog, der ja teilweise viel, viel krasser an Waldorfschulen aussehen kann. Und vielleicht ist das auch was, was wir nochmal euch in die Bio packen können. Es gibt ja auch jetzt so eine Art Anthroposophie Waldorf, MeToo, glaube ich, wo Leute dann auch eben über ihre Gewalterfahrung an Waldorfschulen sprechen, was ja auch häufig bei dieser ganzen Freiheit dieser Schulform dann unter den Teppich gekehrt wird. Und dann natürlich auch die Frage von Schule zu Schule, wie durchideologisiert mit diesen Ideen ist auch die Schülerschaft selber. Weil auch da habe ich ganz unterschiedliche Dinge von Leuten gehört, die einmal selber auf eine Waldorfschule gegangen sind oder jetzt vor allem auch in der Linken das erste Mal so richtig von Eltern, die überlegen, ihre Kinder zu Waldorfschulen zu schicken, wo man ja wirklich eine breites, unterschiedliche Erfahrung machen kann von du gehst auf eine Schule und das sind eigentlich nur so Sektenkinder und du gehst auf eine Schule und es sind einfach wirklich Eltern, die den Anspruch haben mit ihren Kindern, ich möchte denen da eine freiere Lehre ermöglichen. Ja, man kann da vielleicht wirklich sagen, dass wenn alles gut läuft, wenn du wirklich Glück hast, auch an der Schule vielleicht ein bisschen und halt alles passt, nur wirklich gute Schule ist, die nicht so durchideologisiert ist und so weiter, dann wirst du sicherlich an der Waldorfschule dann deinem Kind eine Rahmenbedingung geben können, die du auf wahrscheinlich fast keiner staatlichen Schule findest, so von dem, was es dann da erleben kann. Und wenn du Pech hast, wird es einfach bestimmte Aspekte geben, die es auf staatlichen Schulen so einfach nicht existieren, in der Form zumindestens. Also entweder etwas besser oder vom Regen in die Traufe. Nee, aber ich meine, das ist ja bei staatlichen Schulen auch so, da gibt's auch wirklich vergleichsweise gute und halt wirklich grausame Schulen und dann muss man auch wirklich von Schule zu Schule gucken. Das stimmt, ne? Das ist wirklich was wir auch, glaube ich, vorher nicht ausreichend erwähnt haben, dass es natürlich da auch Unterschiede gibt. Was wir ja gerade probiert haben, ist ja die Systematik zu analysieren. Ja. Und diese Systematik, die wir analysiert haben, die ist ja überall da, ne? Die ist überall präsent, nur eben in unterschiedlicher Ausprägung. Und du hast halt in der einen Schule dann halt eben, da bröckelt dann der Putz von den Wänden und dann hast du diese ganze Systematik noch drauf. Und in der anderen hast du halt irgendwie moderne Computersysteme und viele junge Lehrer, Engagierte oder so, ne? So, darum geht's ja. Das ist halt die Unterscheidung, die es dann halt gibt. Ja, und Unterscheidung ist natürlich das genau richtige Stichwort, denn wir beide haben ja auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Schule gemacht und deswegen wollen wir jetzt weg von der Analyse dieser ganzen Systematik und hin dazu, was haben wir denn eigentlich persönlich so an der Schule erfahren und erlebt? Ja, und ne, wie auch gerade schon mal gesagt, geht's wirklich nicht darum, weil das ja auch vielleicht so wirken kann, ne? Dass wir, was wir gerade gesagt haben, dass das halt der schlimmste Ort auf dem Planeten ist, Schule und so weiter. Und natürlich ist das trotz dieser Systematik nicht 1:1 so. Allein schon deswegen, weil halt diese Kindheitszeit und ja immer noch eine vergleichsweise im Vergleich dann oft zur Arbeitswelt und so weiter eine gewisse Unbekümmertheit trotzdem noch mitbringt und ja man dann doch weniger Verpflichtungen hat und so weiter, dann schon diese Natürlichkeit entsteht das ja. Ja, dennoch würde ich sagen, dass wir alle in unterschiedlicher Form von diesem System Schule gelitten haben. Selbst wenn man jetzt von sich selber sagt, ey, für mich war das eine gute Zeit oder so. Es sind ja viele Aspekte, die Schule bedeutet, was das in einem zerstört an Lehrwillen oder dass man halt eben 5 Tage die Woche dahin muss und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die müssen wir alle ja erdulden und diese Disziplinierung. Und da ist es ja noch oftmals, selbst wenn man sagt, ey, das war eine gute Zeit für mich, schwer, das so abzuschätzen, was das einen für einen trotzdem dann kaputt gemacht hat, wenn es halt ein anderes System, Bildungssystem geben würde.
Und von daher kann man halt im Prinzip sagen, dass das Leid, was wir da alle so erfahren haben, sehr stark variiert natürlich. Und es da einige gibt, die sich halt deutlich besser damit arrangieren konnten, was es bedeutet hat, und andere, für die es die Hölle war. Beschreib doch mal, wie es so allgemein erstmal für dich war und wie so deine Schullaufbahn grob gelaufen ist. Ich meine, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen. Ja. Nur über den Joshua und seine Schullaufbahn. Ja, im Großen und Ganzen kann man ja erstmal damit starten, dass ich glaube ich, eine recht normale Schullaufbahn durchlaufen habe. Also, wie gerade schon gesagt, Kindergarten, Grundschule und dann aufs Gymnasium in Bochum. Ja, das war jetzt eben so ein Gymnasium, wo ich sagen würde, sehr durchschnittlich, aber eben etwas, vor allem bei uns auch in der Klasse, proletarischer, migrantischer. So keine von diesen klassischen Bonzen-Gymnasien. Da geht auf jeden Fall eher der Shoutout an die Schillerschule in Bochum. Das war für uns immer so die Bonzenschule, wo die ganzen Kids aus Stiepel draufgegangen sind. Ich würde sagen, an Kindergarten und Grundschule, da kann ich mich echt gar nicht mehr so großartig dran erinnern. Das war alles, da gibt's wirklich wenig Leute, die in unserem Alter da irgendwie sagen, außer sie haben irgendwas Krasses erlebt, irgendwie, ich kann mich jetzt noch dran erinnern, dass Grundschule oder Kindergarten krass schlimm war. Bei mir war es vor allem so in der Grundschule, dass ich da eben eher so ein bisschen aufgefallen bin, weil ich da auch einiges an Scheiße gebaut habe. Und da ein paar Mal eher einen für dran bekommen habe. Ja, Gymnasiumszeit war für mich dann auf jeden Fall krasser, weil da hat man einfach gemerkt, der Druck zieht richtig an. Es wird vor allem die ersten Klassen ziemlich ausgesiebt. Ich glaube, das erste Jahr lief noch ganz gut, weil ich echt Bock dran hatte, weil ich natürlich auch aus so einem Arbeiterhaushalt kam und in meiner Familie dementsprechend so, ah, hier, der Junge geht aufs Gymnasium, super krass, einer hat's geschafft, Bildung ist super wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch was, was viele von euch, die auch eher aus so Arbeiterfamilien kommen, wahrscheinlich relaten können, dass gerade da Eltern natürlich dieser klassische Weg vom sozialen Aufstieg extrem wichtig ist und das deswegen was war, was mir immer vermittelt wurde und was immer eingehämmert wurde. Aber ich habe dann schnell nach eben dieser fünften Klasse dann auch gemerkt, oh, teilweise funktioniert das ja gar nicht mit dem Druck so gut. Es gab auch bei uns einfach eine ziemlich starke Konkurrenzkultur dann in der Klasse selber. Viel Mobbing, viel Gewalt, wo ich glaube ich so sagen würde, dass ich immer irgendwo wechseln zwischen mal weiter unten, mal weiter oben, mich dann irgendwie wiedergefunden habe. Also auch alles sehr durchschnittlich. Ja, wo dann es immer mehr Probleme gab, Noten wurden schlechter. Ich habe da dann auch hier und da mal Scheiße gebaut. Und Gott sei Dank bin ich nicht sitzen geblieben, weil ich wurde nämlich dadurch gerettet, dass wir dann mit 14 umgezogen sind und ich dann von dem einen Lehrer, der mir eigentlich noch ein Defizit geben wollte, dann doch auf eine 4 gepackt wurde, damit es hieß, ja, wenn der Junge schon umzieht, dann soll er wenigstens nicht direkt sitzen bleiben und in der Klasse tiefer müssen. Danke an meinen Englischlehrer zu der Zeit. Und ja, im Endeffekt ging es dann auf dem Niveau weiter. Also ich hatte immer meine Probleme mit diesem ganzen Druck von dem Lehrstoff selber, dieses absolut disziplinierte frühe Aufstehen. Ich glaube, ich war chronisch übermüdet in meiner Schulzeit. Und es war immer dieser Wechsel zwischen, wie du schon gesagt hast, dieses beste Zeit des Lebens. Natürlich war das ein wichtiger Ort, wo wir uns alle immer wieder gesehen haben. Natürlich war es geil, auch mit seinen besten Freunden dann irgendwie da auf der Schule zu sein und das irgendwie gemeinsam durchzustehen. Aber gleichzeitig war halt eben immer dieser starke Druck der Zukunftsbildung da, dieser starke Anspruch, der natürlich auch von außen irgendwie existiert hat, dass man das schafft und immer dieses leise Gefühl in einem selber, dass ja, das müsste jetzt die beste Zeit deines Lebens sein. Und ja, das scheint es auch zumindest von außen für einige von den Leuten zu sein. Aber trotzdem ist da diese unüberwindbare Schlucht, diese unüberwindbare Grenze zwischen dem, was das sein sollte und zwischen dem, wie es sich dann anfühlt und was das eigentlich ist. Ja, du hast gerade gesagt, dass es ja wohl wenig Leute geben würde oder keine Leute geben würde, die über ihre Grundschulzeit etwas Schlechtes verlieren würden, und dem würde ich auf jeden Fall widersprechen. Also für mich, ich habe das immer so beschrieben, dass eigentlich generell Schule für mich so die schlimmste Zeit des Lebens war. Wenn ich jetzt halt natürlich das in so einem Podcast sage und ein bisschen rationaler drauf gucke, dann ist das natürlich schwer zu sagen, weil es 10 Jahre nun mal eine sehr lange Zeit sind. Aber was ich damit meine, ist ja, dass die Schule an sich, also die Zeit, die ich in der Schule selbst verbracht habe, natürlich war nicht alles schlecht, aber die schlimmste Zeit meines Lebens war. Und das hat begonnen mit
dem Beginn. Also wenn man von mir Bilder aus der ersten Klasse sieht, die erste Klasse bin ich auch sitzen geblieben, weil ich so überhaupt nicht auf genau dieses System, was Sie beschrieben haben, klargekommen bin. Ich war wirklich völlig abgemagert und völlig fertig jenseits von Gut und Böse, schon in meiner ersten Klasse. Ich hatte dieses eine Jahr sitzen geblieben, die erste Klasse, aber ansonsten war es auch normale Entwicklung, also Grundschule und dann später auf die Gesamtschule. Und dann habe ich nochmal so einen ganz kurzen Ausflug in so ein Fachabitur reingeschnuppert. Das habe ich dann aber abgebrochen. Wenn ich sage, schlimmste Zeit meines Lebens, dann meine ich das eben in zwei Bereichen. Auf der einen Seite meine ich das insofern, als dass ich wirklich auf diese beschriebenen Strukturen nicht klargekommen bin. Einfach das, was Schule bedeutet hat, mich wirklich fertig gemacht hat. Auch, wo ich auch bis heute sagen würde, dass es unfassbar viel in mir zerstört hat. Eben unfassbar viel von meinen Fähigkeiten. Auch ich war ein sehr sensibles Kind, so was überhaupt nicht auf diese Härte und auf diese Auseinandersetzung und auf diese ganzen Sachen klargekommen ist. Und auf der anderen Seite, schlimmste Zeit, weil es einfach enorm gewaltvoll war. So, also ich hatte eine sehr behütete Kindheit, würde ich sagen, wo mir an nichts gefehlt hat. Und ich hatte eine so krass gewaltvolle Erlebnisse und sowohl an mir selbst, an anderen, eben vor allen Dingen unter Schülern. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Und von daher ist mein allgemeiner Eindruck, dass mir wirklich die Schule neben ganz basalen Dingen einfach sehr viel genommen hat, sehr viel kaputt gemacht hat und ja, auch ein Stück weit mir viele gute Jahre meines Lebens geklaut hat. Ist dann halt, wo ich über mich selbst bestimmen konnte, aus der Schule raus sein konnte und nichts mehr damit zu tun hatte und auch bewusst mich dafür entschieden habe, ab diesem gewissen Punkt zu sagen, so, ich will nie wieder an diesen Ort und möglichst auch nie wieder ähnliche Sachen machen, wie was Schule bedeutet, also möglichst auch nicht Lohnarbeiten und so. Da hat für mich halt wirklich ein freies Leben begonnen. Ne? Das finde ich auch witzig, dass du das nochmal mit der Lohnarbeit gesagt hast, weil das ist auch immer das, was ich mir denke, und auch das, was ich mir, glaube ich, so ein bisschen dachte, als ich aus der Schule rauskam, ja, dieses Systemschule war echt das härteste und schlimmste, was ich irgendwie erlebt habe, sowohl psychisch als auch physisch. Aber das denkt irgendwie jeder nur, bis es dann dran geht und man mit der Lohnarbeit anfängt. Und das ist auch das, was ich so häufig von so vielen Leuten gehört habe, die dann auf einmal so ein Jahr irgendwie im Job drin und man denkt direkt, oh verdammt, das war ja doch ziemlich grandios, die Schulzeit. Kann ich nicht bitte wieder dahin? Ja, aber oft wird es auch als eine Bagatellisierung von den Zuständen, die an der Schule dann vorherrschen, benutzt. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass die meisten Menschen in der Regel etwas resilienter im späteren Leben gegenüber bestimmten Sachen potenziell zumindest sind. Und in der Schule ist man ja wirklich ein junger Mensch, der dann in diese, ja, oftmals, wie ich es erlebt habe, auch gewaltvollen Verhältnisse reingeworfen wird und in diese Zustände. Ne? Das ist wirklich ein ziemlich wichtiger Punkt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich gerade meinte mit eben dem Übergang von der Grundschule zum Gymnasium. Für dich war es ja dann schon die Grundschule. Vielleicht war es bei mir auch einfach in der Grundschule alles noch ein bisschen lockerer als bei dir. Oder ich war vielleicht als Kind auch nicht so sensibel und da einfach ein bisschen abgehärteter schon. Das ist, glaube ich, echt ein ziemlich krasser Punkt für viele Leute, wenn sie eben diesen Übergang Kindergarten, Grundschule, Gymnasium mitmachen. Weil du hast schon recht, da geht es wirklich von einem Schlag auf den anderen. Und ich habe sogar schon mal von Leuten gehört, dass sie wirklich davon gesprochen haben, dass das für sie ein traumatisches Erlebnis war. Dieser Wechsel von eben diesem freieren Aufwachsen hin zu eben dieser durchdisziplinierten und bewerteten Schule. Das hast du von mir gerade gehört auch. Ja, also ja. Ich weiß nicht, ich habe es nur von Leuten mal explizit so gesagt gehört. Ja, so viel vielleicht erstmal so allgemein als Einstieg. Vielleicht kann man auch dazu sagen, bei mir war, glaube ich, so die erste und die so sechste, siebte, achte, neunte waren so die schlimmste Zeit von den Klassen her. Dazwischen gab es auch mal ganz okaye Zeiten. Wir wollen nochmal so über zwei Punkte ein bisschen konkreter reden und dann vielleicht auch noch ein paar lustige Geschichten aus der Zeit erzählen. Also einmal würde mich noch interessieren, was würdest du sagen, was für Nutzen hast du aus der Schulzeit gezogen und was kannst du jetzt aus dieser Zeit für dein jetziges Leben, für dein späteres Leben also daraus ziehen? Ja, wie man vielleicht schon rausgehört hat, ist das einfach sehr widersprüchlich, was ja auch mit meiner eigenen Sozialisation bezüglich dem ganzen Thema Schule und Bildung zu tun hat. Zum einen habe ich natürlich im negativen Sinne oder vielleicht sogar dann so gesehen im positiven Sinne, wenn man es so formulieren möchte, daraus gezogen, wie ich mich eben sozial selber behaupten kann, wie man für sich selber
eben in Fällen von physischer oder psychischer Gewalt einsteht und was auch einfach das Existieren mit seinen ganzen schlechten Seiten von eben einem Staatsbürger in der Konkurrenz dieses Staates, dieser Marktwirtschaft zu bedeuten hat. Und ich glaube, in der Form härtet Schule auch wirklich in vielen Fällen, natürlich in der einen Schule mehr, in der anderen Schule weniger, für eben das Existieren in dieser Gesellschaft mit all ihren Widersprüchen, mit all ihrer Konkurrenz, mit all ihrer Gewalt ab. Aber natürlich kann man auch davon ausgehend einen etwas positiveren Nutzen formulieren, und das ist einmal natürlich der ganz direkte, weswegen auch meine Familie und auch ich zeitweise Wert auf die Schule gelegt habe. Es bedeutet mir halt, dass ich nicht in so prekären, beschissenen Arbeitsverhältnissen wie meine Eltern und wie meine Großeltern leben muss, dass ich deutlich mehr Möglichkeiten habe, mir eben meine berufliche Laufbahn hier selber besser auszusuchen und dass ich eben nicht damit leben muss, dass ich noch neben meinem einen 40-Stunden-Job irgendwo anders arbeiten muss oder, wenn es gut läuft, später nicht darauf achten muss, dass ich ab der Mitte des Monats eben keine Kohle mehr habe, um mir Lebensmittel zu kaufen. Neben diesem Nutzen habe ich auch einfach immer noch einen gewissen Positivbezug zum Lernen behalten. Und das ist auch was ich von vielen Leuten so gehört habe, und so war es bei mir auch. Es gab einfach diese paar engagierten Lehrer, auch wenn sie eher die Ausnahmen waren, die mir wirklich an manchen Thematiken einfach, ja, eine Lust vermittelt haben, dort weiter nachzuforschen, mich kreativ mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und in diesen einigen wenigen Punkten hat das für mich dazu geführt, dass ich einen ganz neuen Horizont, den ich vielleicht sonst so in den Feldern nicht mitbekommen hätte, ganz, ganz zart anfänglich ausprägen konnte. Aber man muss dazu sagen, das waren eben vereinzelte Momente und sie haben nur diesen Anstoß gegeben, und vieles von dem, was ich heute weiß und auch in den Feldern, in denen ich dann Bildung genossen habe, habe ich mir selber erschlossen. Ich habe das allermeiste davon, ich war schon immer ein unfassbar wissbegieriges Kind, und ich habe das dann gerade auch in den ein, zwei Jahren nach dem direkten Umzug, wo ich noch nicht so gut angekommen war, wo ich viel Zeit zu Hause verbracht habe, einfach in sehr kleinteiliger Arbeit mir selber übers Internet beigebracht oder über irgendwelche Bücher, die ich dann ausgeliehen habe oder so gelesen habe. Dementsprechend hat trotzdem Schule bei mir irgendwie, genauso wie die Universität, immer noch diesen mystischen Charakter im Kopf von diesem institutionalisierten Ort vom Lernen. Und auch so ein bisschen, weil das ist ja was wir jetzt noch gar nicht so direkt angesprochen haben, aber was sicherlich viele von euch wissen, dass ich ja auch später selber Lehrer werde, und dementsprechend hat das für mich auch einfach so ein gewisses positives Zukunftsbild geschaffen von dem, wie ich mir Schule und auch das Lehrerdasein vorstellen würde, in dem, wie es mir eben gezeigt hat, wie es nicht funktionieren sollte. Ja, das, was du zuerst gesagt hast, gilt auf jeden Fall auch für mich. Also ich würde definitiv sagen, das, was Schule vor allen Dingen mir gebracht hat, ist, mich auf dieses Leben vorzubereiten. Ja, mir diese Schutzschicht anzutrainieren, diese Resilienz aufzubauen über das, was nun mal Leben in diesem System bedeutet. Das ist auch etwas, worauf ich überhaupt nicht stolz bin und was ich schrecklich finde, weil im liebsten Falle wäre ich also immer dieses durchsensible, was ich ja trotzdem bin, ich bin ja trotzdem ein sensibler Mensch, aber dieses sensible, immer offene und sich angreifbar machende Kind geblieben. Aber es ist nun mal, wenn du das bleibst, wirst du in diesem System nun mal nicht überleben. Und das muss ich dann natürlich auch oft auf die harte Tour lernen, aber das ist letztendlich etwas, was mir Schule gebracht hat. Und Schule hat mir auch gebracht, dass ich ja letztendlich Anarchist geworden bin, weil die Schule mich eben dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, wie ich leben möchte, und die Zustände, die mich also so kaputt gemacht haben, die mich haben eben spüren lassen, was es eben bedeutet, was dieses System eben bedeutet. Das hat für mich dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, wie ich leben möchte, ob ich so leben möchte, wie es hier vorgeschrieben wird, und ob das wirklich für mich das wahre Leben ist.
Und diese Frage habe ich eben schon sehr früh als Kind im Prinzip für mich mit Nein beantwortet. In meinen Gedankengängen bin ich eben dann von selber auch letztendlich auf anarchistische Ideen gekommen und habe sie dann später eben mit dem Anarchismus auch als Begriff verbunden. Aber das ist tatsächlich etwas, wohin mich die Schule letztendlich gebracht hat, weil sie ja nun mal ein Abbild der Gesellschaft auch ist. Ich möchte noch einen weiteren Punkt ein bisschen vertiefen, und zwar sind das die Gewaltverhältnisse. Weil ich finde wirklich, dass zumindest wie ich es erlebt habe, und ich weiß, dass es auch Leute von euch gibt, die das gar nicht so erlebt haben oder nur sehr wenig erlebt haben, aber für viele von uns ist Schule ein sehr gewaltvoller Ort. Und für mich war es das eben, ja, schon in der ersten Klasse habe ich schon einiges an Gewalt erfahren, aber speziell eben in der weiterführenden Schule war das extrem. Also es gab da Geschichten, wo ein Freund von mir zu spät zum Unterricht kam und dann blau angelaufen, kaum noch Luft kriegend, wirklich fast erdrosselt wurde von einfach irgendwelchen älteren Kindern, die ihn einfach zum Spaß halt gewürgt haben und gegen einen Zaun geworfen haben. Es gab regelmäßige körperliche Auseinandersetzungen, es gab Situationen, wo 30 Kinder ein anderes Kind angespuckt haben. 30 Stück ein anderes Kind, so dass halt die Rotze überall an dem Kind herunterlief. Da kann ich jetzt halt ewig weitererzählen und das macht halt was mit dir. Und für mich hat das halt bewirkt, dass ich halt gelernt habe, und das natürlich auch natürlich etwas, was ein sehr männliches Verhältnis zu diesem ganzen Thema ist, aber naja, das ist nun mal das, womit einem dann die Gesellschaft auch sozialisiert und dem man nur bedingt ausweichen kann. Der Moment, wo ich halt angefangen habe, also mich zu wehren und zurückzuschlagen und halt einfach mal den Leuten so auf die Fresse zu hauen, dass sie halt Respekt vor einem bekommen, das war der Moment, wo es aufgehört hat. Das war der Moment, wo es aufgehört hat zu enden. Natürlich hat es nicht sofort geendet, es hatte eine Zeit lang gedauert, aber der Moment war der Moment, wo es aufgehört hat. Und das ist eben auch etwas, was ich dann dadurch gelernt habe, ne? Dass man die Selbstverteidigung, sich selber zu ermächtigen, sich selber dagegen durchzusetzen, aber natürlich auch ein teilweise vielleicht nicht ganz so tolles Verhältnis zu Gewalt, was man dadurch auch dann erlernt, was ich mir auch vielleicht anders wünsche, aber gut, dieses System führt dich auch manchmal dazu, dass die Problemlösung dann Gewalt an der Stelle ist. Wir haben eine Folge zum Thema Gewalt mal gemacht, wo wir ausführlicher darüber eingehen und wo wir auch von unserem Ekel von Gewalt reden, aber das gehört auch zum Teil der Realität und zur Wahrheit dazu. Ja, das ist natürlich auch was wir schon häufig in unterschiedlicher Form angesprochen haben. Weil ich ja gerade auch schon gesagt, dass das auch einfach so ein bisschen das war, was ich daraus ziehen konnte, eben aus dieser Konfrontation mit Gewaltverhältnissen. Wie du schon gesagt hast, man lernt einfach im besten Fall, wie bei uns beiden, wie man eben sich dann in sowas selbst behaupten kann. Das ist natürlich aber auch eben nicht bei allen Leuten so, die das so erlebt haben. Ich meine, wie viele Leute gibt es in dieser Gesellschaft, die aus der Schule rausgehen, die sowas selber erfahren haben und die einfach ihr gesamtes Leben sehr, sehr nachhaltig dadurch geschädigt sind und eben nicht selbstbewusst damit umgehen können. Aber eine andere Sache, die neben diesem Aspekt auch für mich nochmal diese Konfrontation mit solchen Gewaltverhältnissen bedeutet hat, war auch eigentlich genau das Gleiche, was ich heute so häufig denke, wenn ich dann eben immer noch mit so einer direkten Gewalt zwischen einfach ganz normalen Leuten auf der Straße konfrontiert werde, wegen eben eigentlich total belanglosen Dingen, in denen sie nichts zu sagen haben. Auch damals war es schon so, natürlich einfach dieses dumme, banale Mobbing aufgrund von, was weiß ich, der sieht so aus, die riecht so, die verhält sich so. Oder auch, ihr werdet es ja kennen, der ist an mir vorbeigelaufen und guckt mir in die Augen, aber wir beide haben uns nicht getraut, wegzugucken, weil das dann Schwäche eingestehen wird und deswegen schlagen wir uns jetzt irgendwie aufs Maul. Wie lächerlich, banal und dumm das eigentlich ist, wenn man überlegt, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir solidarisch in dieser Gesellschaft miteinander umgehen, um eben zusammen zu wachsen und zusammen zu kämpfen. Diese ganze Konkurrenz, die uns sowieso schon auseinandertreibt und diese ganze Konkurrenz, die uns auch damals im Klassenzimmer, weil das war immer das, was ich mir gedacht habe, diese Bewertung, diese ganze beschissene Situation, in der wir jetzt eigentlich drin sind, dieses jeden Tag um 6.30 Uhr aufstehen, komplett übermüdet sich da reinzusetzen und eigentlich nur unter Druck stehen, dass nicht daraus dann erwächst, dass wir gemeinschaftlich das angehen, sondern dass wir uns erst recht dann noch das Leben dort zur Hölle machen. Ja. Das ist genau das Gleiche, was ich mir auch jedes Mal denke, wenn ich das jetzt noch in der Gesellschaft oder am Arbeitsplatz erlebe, so ein unsolidarisches Verhalten zueinander, einfach auch diese Trauer und Wut darüber, wie
Leute selber dann eigentlich sich noch zu Gehilfen dieses Systems machen und ja. einander nur noch mehr diese Hölle zu noch eigentlich einem viel schlimmeren Ort machen. Und das ist wirklich so eine Melancholie, die ich aus diesen Erfahrungen dann bis heute mit mir mittrage. Aber ich glaube, das ist was, was viele von euch sicherlich auch in der Konfrontation damit so gespürt haben. So, zum Abschluss des ganzen persönlichen Parts erzählen wir, denke ich, noch eine schöne Geschichte aus unserer Schulzeit. Und dann, bevor wir uns hier zeitlich völlig verzetteln, gehen wir noch darüber, wie Bildung unserer Meinung nach eigentlich aussehen sollte. Also, ich erzähle vielleicht eine Sache, die mir dann letztendlich meiner Schule so ein bisschen den Arsch gerettet hat, warum ich nicht dann völlig abgekackt bin durch Mathe. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, aber es gab ja so am Ende von der 10. Klasse gab es so eine Zentralarbeit, die irgendwie alle Schulen in ganz NRW dann geschrieben haben. Und die Vorarbeit zu dieser Zentralarbeit war immer die aus dem letzten Jahr. Und die aus dem letzten Jahr war in so einem Arbeitsheft, wo es die Komplettlösung dieser Arbeit in dem Arbeitsheft gab. Und als dann also in Mathe, wo ich immer, wie gesagt, sehr schlecht war und so noch hoffte, eine 4 zu ergattern, von der ich eigentlich nicht träumen konnte, als es dann also zu dieser ganz normal gewerteten Arbeit kam, wo es dann diese den Test aus dem letzten Jahr durchgenommen wurde, habe ich natürlich wie immer gefehlt. Ich hatte die meisten Fehlstunden in der 10. Klasse aus der ganzen Klasse. Als ich dann zum Nachschreiben kam, war es tatsächlich so, dass ich alleine in einen Raum gesetzt wurde. Und zufälligerweise hatte ich dann dieses schöne Lösungsheft dann in der Hosentasche und konnte dann diese komplette Arbeit mit 1 mit Sternchen beenden, was dann auch so angenommen wurde und was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich noch eine 4 minus bekommen habe. War ich sehr glücklich und wie gesagt, der Lehrer war auch ein bisschen verwirrt. Oh, bei lustigen Geschichten muss ich wirklich überlegen. Also ich glaube, es gibt diese eine Hälfte der Sachen, die ich jetzt gerade nicht, oder das, was mir auf Anhieb einfällt, was ich gerne erzählen würde, was ich, glaube ich, immer nicht erzählen kann, weil das bis heute nicht aufgedeckt ist. Das ist vor allem immer so, viel strafrechtlich relevant. Vor allem so eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja, bei den anderen Sachen, da weiß ich gerade wirklich nicht auf Anhieb, was ich erzählen soll. Du musst auch nichts erzählen. Dann bleibt deine Geschichte draus. Wir haben ja auch schon ein paar Geschichten erzählt. Also kommen wir schnell zum Abschluss, was ja gar nicht so unwichtig ist. Und besprechen noch unseren Vorschlag oder unsere Gedankengänge oder Ansätze, wie Bildung eigentlich aussehen sollte. Und da finde ich zuallererst erstmal wichtig zu sagen, dass das Kind im Mittelpunkt stehen muss. Das beinhaltet natürlich auch, dass man diese leidige Entziehung der Mündigkeit bis zum 18. Lebensjahr aufhebt, weil, wie wir von uns alle wissen, sind wir, sag ich mal, allerspätestens mit 15 eigentlich schon weitestgehend, selbst wenn man dumme Entscheidungen trifft manchmal, aber weitestgehend ziemlich selbstbestimmte Wesen, vielleicht auch schon früher. Ich meine, in den USA darf man sich mit 16 doch schon entscheiden, zum Militär zu gehen. Und ich finde auch als Ausgangspunkt dann nochmal wichtig zu sagen, und das habe ich so ein bisschen aus der sehr empfehlenswerten Dokumentation Alphabet von Erwin Wagenhofer. Menschen sind hochbegabt, wenn sie auf die Welt kommen. Und wir verfügen alle über eine sehr, sehr ausgeprägte Form der Wissbegierigkeit, auf eine sehr ausgeprägte Form von, dass wir die Welt entdecken wollen, dass wir eine hohe Kreativität haben. Natürlich alles in unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, aber das haben wir alle. Und dieses System zerstört also diesen Teil ein Stück weit, zumindest in uns oder bei manchen auch sehr weitreichend. Und wir brauchen eben ein Bildungssystem, was diese natürliche Ausgangslage, die alle Menschen erstmal mit sich bringen, die auf die Welt kommen, eben unterstützt und nicht behindert. Für den Kampf im Jetzt, wenn wir um Reform reden, wo wir auch schon drüber gesprochen haben so ein bisschen, dann muss es natürlich auch darum gehen, weiter den staatlichen und religiösen Einfluss auf die Schule zu mindern und gleichzeitig eben dafür zu kämpfen, dass es eine größere Gleichheit für uns alle in der Schule gibt und eine Verbesserung der Situation, weil natürlich das Bildungssystem in Deutschland ist extrem marode, kaputt gespart worden, so wie das Gesundheitssystem auch. Man steckt halt lieber Geld in irgendwelche abgefahrenen Militärjets, anstatt eben ins Bildungssystem. Und da muss es also darum gehen, da wirklich auch reformmäßig die Ausgangssituation zu verbessern. Und gerade auch eben in diesen Bereichen, wenn es auch darum geht, zum Beispiel Gewaltprävention oder andere Ansätze als das Bestrafen von nicht erwünschten Handlungen oder so,
da muss es doch deutliche Entwicklungen geben und deutliche Veränderungen geben. Ja, und auch wenn es natürlich wichtig ist, diese Reform im Jetzt schon zu erkämpfen. Und ich finde, um auch nochmal da ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, natürlich kann auch jetzt schon Bildung uns und unserer Bewegung extrem viel weiterhelfen. Man denkt da einfach nur mal an die noch viel freieren Universitäten der 60er und 70er Jahre, wo extrem viel eben für diese Bewegung geleistet werden konnte. Oder auch die große Welle an kommunistischen und anarchistischen LehrerInnen, die in der BRD tätig waren, vor den großen Wellen der Berufsverbote. Das ist alles extrem wichtig, dort jetzt die Kämpfe zu führen. Und auch für mich ist es natürlich persönlich extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass auch wenn ich eben als Lehrer tätig werde, es dort einfach ein jetzt schon viel freieres und besser finanziertes Schulsystem mit mehr Gleichheit gibt. Aber das ist natürlich nicht alles. Es geht uns da ja auch wirklich darum, auch jetzt schon möglichst gut eine Form von einem freien, von einem anarchistischen Lernen zu ermöglichen. Und diese anarchistische Bildung ist für mich eben vor allem diese Ausbildung des kritischen Verhältnisses zu dieser Welt und einer freien Entfaltung der eigenen Kreativität. Das bedeutet nicht, dass wir einfach wollen, dass die Kinder wie in einer staatlichen Erhebung zu einem neuen Mythos eben jeden Morgen den Fahnenappell vor der schwarz-roten Fahne machen und dann die ganze Zeit einfach nur Bakunin-Texte auswendig lernen und mit möglichst guter Betonung aufsagen. Wie es in übrigens sehr schrecklicherweise im Realsozialismus immer wieder gelaufen ist. Ja, wo man sicherlich auch mal irgendwann nochmal eine Folge zu dem ganzen Marx-Mythos und Dogmatismus machen kann. Nein, darum geht es natürlich nicht, sondern es geht wirklich darum, kritisches Verhältnis zu der herrschenden Ideologie und zu diesem Staat und der Marktwirtschaft zu gewinnen. Das heißt nicht, dass wir einfach nur ein irgendwie freies Lernen und die Kinder sollen schon machen und jeder darf da irgendwie seinen Einfluss geben und es ist einfach nur ein freier, kreativer Raum. Nein, Ideologie wird immer vermittelt und Ideologie wird in diesem Staat knallhart vermittelt. Wir sind überall davon umgeben. Wir werden überall davon erzogen und gebildet. Seien es die Medien, sei es Werbung, sei es einfach diese ganz konkreten Verhältnisse, denen wir gegenüberstehen. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, in der anarchistischen Bildung Inhalte zu vermitteln. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ganz zentral, dieses kritische Verhältnis allgemein zu der Umgebung, zu der Welt und zu dem, was gesagt wird, bei den Kindern zu fördern. Das, was wir hier beschreiben, auch nur begrenzt in dem Bestehenden umsetzbar ist. Also wenn wir über anarchistische Bildung reden, dann reden wir auch viel über eine Vorstellung für eine andere Gesellschaft, ne? Um wirklich das können wir nur begrenzt umsetzen in diesem System. Da gibt's einfach zu viele Konventionen, gerade auf das Thema Bildung. Für eine andere Gesellschaft kann man halt diesen ganzen Aspekt, den du genannt hast, ja noch mehr ausbauen, ne? Also dass man wirklich sagt, da braucht man dann ja auch kein kritisches Verhältnis mehr zu irgendeinem System zu predigen oder sonst irgendwas. Für eine andere Gesellschaft dann, sondern es geht einfach darum, generell kritische Geister zu ermöglichen, dass halt also die Kinder ja zu sich selber stehen, zu einem solidarischen Verhältnis stehen, aber auch eben kritisch bleiben gegenüber das, was sie umgibt, dann auch die aktuelle Gesellschaft immer wieder hinterfragen. Darüber hinaus geht es natürlich darum, dass Kinder sowohl theoretisches Wissen und so sprachliche und sonstige Grundlagen wie Mathematikkenntnisse, so Grundlagen, als auch handwerkliche Kenntnisse lernen, weil es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir verstehen, wie die Gesellschaft befasst ist. Wir müssen, denke ich, alle in irgendeiner Form lernen, wie man ein Feld bestellt oder wie man halt Nahrung erzeugt, damit man also ein Verständnis davon hat, was es bedeutet. Das ist für eine Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen, die Kopf- und Handarbeit auch probiert zu verbinden, sehr, sehr zentral. Und dabei ist vor allem wichtig, dass die Kinder selbst bestimmen, wohin sie sich entwickeln. Nicht eben in diese Form gepresst werden, sondern ihnen alle Möglichkeiten gegeben wird, selber zu sagen, wohin sie gehen wollen. Mal abseits von diesen Grundkenntnissen genannt, die einfach wichtig sind. Ihnen dann auch alle Rahmenbedingungen dafür gegeben werden, ohne sie jetzt halt in irgendeine Richtung, in irgendeine Konvention zu drücken. Ja, und das gilt natürlich auch für diesen klassischen Ablauf von einer Schullaufbahn. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja absurd, dass es immer einen festen Stoff zu einem jeweiligen Schuljahr gibt, dass
jedes Kind, jeder Mensch sich eigentlich in einer bestimmten Altersstufe immer gleich entwickeln sollen. Und das soll natürlich so nicht mehr funktionieren. Das zeigt sich ja auch, dass es einfach nur im Jetzt so entstanden, um eben eine Normierung durchzuführen, eine bestimmte Laufbahn, die ein Mensch hier in diesem System durchlaufen soll, aufzumachen und sicherlich auch, um Ressourcen zu sparen und auszusieben. Aber das sollte es eben in einer anarchistischen Bildung, in einer anarchistischen Schule so nicht mehr geben. Es sollte keinen Zwang mehr geben, mit nur gleichaltrigen Unterricht zu machen oder nach einem bestimmten Klassensystem, sondern es geht darum, wie gut bin ich in dem Stoff, wie sehr kann ich mich da jetzt wiederfinden, wo habe ich gerade Lust, vielleicht auch einfach mal über meine jetzigen Kenntnisse hinaus reinzuschnuppern oder mich zu beteiligen. Es braucht auch dabei dann eine viel größere Vielseitigkeit von innovativen Unterrichtsmethoden, welche die SchülerInnen viel mehr einschließen. Oder im Endeffekt auch nicht nur einschließen, sondern eine viel größeres Verschwimmen von dem Konzept und von dem Verhältnis Lehrer und Schüler. Mhm, ja. Weil das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch durch die Schule für eben das Verhältnis, in dem ich mich jetzt eben aus dem Schüler heraus jetzt immer mehr in dem Lehrer wiederfinde, wie viel ich auch einfach von den Leuten selber lernen konnte, ja, von ihren Perspektiven, wie viel Inputs man auch selber bekommt. Und das ist doch was, was wirklich dann auch unsere anarchistische Schule widerspiegeln sollte, einfach ein ganz neues Verhältnis. Weg von diesem autoritären, der bringt mir jetzt was dabei, Frontalunterricht, genau, sondern ein wirklich solidarisches Miteinanderlernen. Und auch, dass eben nicht nur Frontalunterricht ein bisschen reduziert wird oder sonst irgendwas, sondern dass wirklich es vielleicht eher wenig so Frontalunterricht gibt, sondern viel mehr spielerisch, viel mehr sportlich gelernt wird. Da gibt es so viele Mittel und Wege, wirklich diese klassischen Normen, auch wie man Bildung vermittelt, wie man sich Bildung aneignet, aufzubrechen. Was ich ganz zentral halte, ist auch der Punkt, dass Kinder eigene Räte an Schulen brauchen. Natürlich in Abstimmung mit Eltern und Lehrerräten, aber wir, wenn wir jetzt von unserer Gesellschaftsvorstellung sprechen, wo ihr auch nochmal anarchistischer Kommunismus reinhören könnt, dann werden ja alle Teile der Gesellschaft eben von den Menschen selbst verwaltet, die sie betreffen. Und natürlich müssen dann auch die Kinder, auch natürlich ein bisschen abgestuft nach Alter und so weiter, aber auch schon kleine Kinder können bestimmte Entscheidungen mittreffen, müssen eigene Räte haben, weil es gibt natürlich auch einfach ein Machtverhältnis zwischen Kindern und Eltern. Und das muss ein Stück weit zumindest, es gibt natürlich auch eine gewisse Berechtigung bis zu einem gewissen Punkt, was das angeht, aber ein Stück weit muss das also aufgebrochen werden. Das heißt also, es braucht eine Form von Insozialisierung dieser Räte, um dieses Machtgefälle aufzubrechen. Natürlich muss man ganz klar definieren, was genau bestimmt dann dieser Rat, in welchem Umfang und so weiter. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal weird an, dass halt irgendwie Kinder in der Schule sitzen, in der heutigen Zeit zumindestens, und halt bestimmen, was in der Schule ist, und das geht sogar darüber hinaus, über was gibt es zu essen oder so. Es geht wirklich darum, auch darüber zu reden, dass Kinder den Lehrplan mitbestimmen und all solche Sachen. Das ist eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Veränderung, die aber natürlich genau im Sinne des Anarchismus ist, weil wenn Kinder schon von Kindheit an ihren Lebensbereich, was ja dann die Bildung auch viel ist, bestimmen, in einem größeren Umfang mitbestimmen, dann ist das ja eine unfassbar große Schule eben auch für die Gesellschaft letztendlich, die sie dann später erwartet. Und diese Gesellschaft muss sich ja auch in der Bildung und in der Schule dann wiederfinden. Du hast schon richtig gesagt, das mag für manche Leute jetzt merkwürdig klingen, aber für mich ist das genau das gleiche, wie wenn wir darüber sprechen, Arbeit eben anders zu gestalten, ja, die Motivation, an dem Ganzen teilzunehmen, und das Verhältnis zu dem Ganzen wäre eben eine ganz andere. Und ich glaube, von dem, wie wir das jetzt beschrieben haben, dann könnte Schule natürlich auch dieser mystische Ort des wirklichen Lernens und der wirklichen Bildung werden, zu dem man auch, ja, am Ende des Tages gerne hingeht. Das wird sich dann natürlich auch einfach in der Art und Weise, wie Schulen und auch wie die Schullaufbahn aussieht, widerspiegeln. Weil es wird ganz unterschiedliche, kreative, spezialisierte Formen von Schulen geben. Und auch in der Schullaufbahn gäbe es dann sicherlich ganz viele Kinder, die dieses ganz unterschiedliche Angebot von Spezialisierung, von mal mehr kreativen, mal mehr handwerklichen, mal mehr technischen, mal mehr naturwissenschaftlichen oder philosophischen annehmen. Weil das ist doch wirklich eine wunderschöne Vorstellung. Nicht erst ein Durchpauken von unendlich viel Grundstoff, bis man 18 ist,
zu den immer gleichen Zeiten, mit den immer gleichen Ferienzeiten, sondern eine wirklich freie Wahl davon, was möchte ich wann, wo und wie machen. Und auch wirklich mal ein Ausleben von diesen ganzen kreativen Interessen und diesen ganzen Sachen, die dann immer mal wieder angeteasert und geweckt werden. Wie viele von euch haben sich das gewünscht, einfach mal, als sie sich mit 15, was weiß ich, für Trecker interessiert haben, mal ein Jahr bei einem Landwirt zu arbeiten und einfach das mal zu erleben und nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben? Oder wie viele von euch wollten mit 17 mal, als sie angefangen haben, sich für Technik zu begeistern, einfach mal, ja, in eine Computerfabrik für eine kurze Zeit einzusteigen? Das ist doch wirklich das, was eigentlich gefördert werden sollte, wo in dieser Gesellschaft so viel verloren geht von diesem Potenzial. Das ist doch wirklich auch was, wo wir hinarbeiten und wo wir uns freuen können, wie dort dann die Gesellschaft aussehen kann und wie dort auch dann Lernen und Bildung ausschauen kann. Ja, weil das ist ja offensichtlich, dass nicht für jedes Kind es gut ist, 10 Jahre durchgehend in die Schule zu gehen. Kann für manche gut sein. Für manche, die sagen, ja, ich will das so. Ich will hier 10 Jahre die Schule, da geht's mir gut. Aber es gibt auch vielleicht welche, die sagen, ey, 3 Tage die Woche reichen mir und sonst mache ich was anderes. Oder jetzt mache ich 2, 3 Jahre Schule, dann steige ich da praktisch ein. Dann nehme ich mir ein halbes Jahr Zeit und guck einfach nur, dass ich an einem schönen Ort sitze und da vor mich hin philosophiere oder was. Oder Bilder mal oder so. Das ist ja was Freiheit letztendlich ausmacht, was auch Entscheidungsfreiheit ausmacht. Und das muss auch in einem gewissen Rahmen für Kinder gelten. Wichtig finde ich trotzdem noch dazu zu sagen, dass natürlich dennoch Kinder auch Kontinuität brauchen und Sicherheiten brauchen. Und das heißt natürlich auch, dass es jetzt nicht vollkommen willkürlich ist und jeder einfach irgendwie was macht, was er denkt, was dann häufig auch mit Anarchismus da falsch verstanden wird. Es braucht natürlich klare Absprachen und solche Entscheidungen müssen gut überlegt sein und werden ja auch zusammen mit dem Kind getroffen. Es gibt ja immer Beratende, auch Erwachsene, die das Kind auch unterstützen oder Gleichaltrige oder etwas Ältere oder auch Jüngere, die da einfach in einem Zusammengestaltungsprozess sind. Insgesamt aber müssen wir einfach festhalten, im Anarchismus wäre Bildung ein Nummer-1-Thema. Genauso wie zum Beispiel das Thema Gesundheit oder so. Oder Sport. Kinder wären im Zentrum der Gesellschaft. Es würde ein unfassbarer Kraftaufwand und es würden so viele Energien darauf verwendet werden, die heutzutage in die absurdeste Scheiße fließen, in die Bildung unserer Kinder, in die freie Entfaltung unserer Kinder, alle Rahmenbedingungen, alles in Bewegung zu setzen, was irgendwie möglich ist, damit unsere Kleinen halt sorgloseste und schönste Zeit haben, die sie haben können, wo sie eben ihre natürlich gegebenen Fähigkeiten, die Welt zu entdecken, einfach genau und sich selber auch zu entdecken, sich selber zu finden und den Platz in der Gesellschaft zu suchen, da würde unfassbar viel reinfließen. Ja, und das sind auch schöne Schlussworte, die ich eigentlich nur noch mit einer kleinen Änderung ergänzen möchte, nämlich, dass es dann nicht nur dieses neue Verhältnis und diese sorglose Kindheit für unsere Kleinen ist, sondern im Endeffekt für uns alle. Ja. Denn das wird, glaube ich, auch ein ganz zentraler Aspekt eben von anarchistischer Bildung in einer anderen Gesellschaft sein, dass dieses Lernen, dass diese festgefahrene Bahn, eingeschränkte Schulsystem und Konzept von Bildung eben auf das ganze Leben wirklich ausgeweitet werden kann. Denn wie man ja selber für uns auch in der Schaffung von diesem Podcast und ihr, die das hört, merkt, man lernt ja wirklich nie aus, wie man immer so schön sagt. Das ist doch wirklich auch ein Ziel, wo wir darauf hinkämpfen können, dass wir eine Gesellschaft schafft, die das begünstigt, die das auch wirklich in einer ganz materiellen Form ermöglicht. Also einfach diesen Kreislauf zu durchbrechen, Lernen, Arbeit, Rente, Tod. So, darum geht's, dass man das halt durchbricht. Und ich möchte noch mal sagen, ihr kennt ja wahrscheinlich die Foxhochschule als ja letztendlich außerschulische Bildungseinrichtung, unabhängige Bildungseinrichtung. Das Vorgängersystem der Foxhochschule wurde von Rudolf Rocker entwickelt, der ein deutscher Anarchosyndikalist war. Anarchisten sind in diesem Bereich der Bildung unfassbar stark immer gewesen und haben einen sehr, sehr großen Teil auch zu dem Stand beigetragen, den wir heute auch oftmals kennen. Und ich finde auch das Volkshochschulenkonzept ein prinzipiell erstmal gutes, was auch in der jetzigen Gesellschaft schon viele super Sachen ermöglicht. Und wenn man sich das mal überlegt, dass es halt überall diese Bildungseinrichtungen für Erwachsene, für alle Menschen in der Gesellschaft gibt, wo du einfach hingehen kannst und die verschiedensten Kurse und Sachen erleben kannst, fände ich halt geil. Und auch die Zeit dafür hast.
Aber bevor Marian jetzt noch weiter die Unterrichtsstunde ins Endlose überzieht, lass uns doch sagen, für heute ist Unterrichtsschluss und wir können endlich nach Hause. Eine kleine Empfehlung möchte ich noch zum Abschluss geben, und zwar lest auf jeden Fall mal bei Ulrich Klemm rein. Der ist so der anarchistische Professor, glaube ich, ist er sogar, der sich am meisten mit so anarchistischer Pädagogik in Deutschland beschäftigt. Guckt euch auch mal die Zeitung Unerzogen an, die so aus so antipädagogischer Sicht ziemlich cool ist, und vor allen Dingen auch die Dokumentation Alphabet, wo ich ja schon erwähnt habe, die eben auch nochmal über das heutige Bildungssystem viel redet und auch so ein bisschen Ausblick gibt, wie es vielleicht auch anders sein könnte. In dem Sinne ist es heute genug. Und ja, endlich geht's nach Hause. So. Wir sind zu Hause. Scheiße. Wir sind zu Hause. Wir müssen nur noch ins Bett. Glück auf. Glück auf.